Mein Name ist Hermann Tilke und mit meinem Büro designen wir Rennstrecken weltweit. Eine Strecke ist wie ein Musikstück. Alle Noten, die es gibt, sind schon mal irgendwo gespielt. Aber die Aneinanderreihung von Noten bringt das neue Musikstück. Strecke macht einzigartig, dass wir hier, zum ersten Mal ist das übrigens passiert auf der Welt, uns verschiedene Streckenabschnitte, 11 an der Zahl, herausgesucht haben und die hier aneinandergereiht haben und zu einer einzigartigen Komposition gemacht haben. Eine Runde in Leipzig ist quasi eine Weltreise von Japan über Amerika zurück nach Deutschland. Besonders an der Rundstrecke ist auch ihr Variantenreichtum. Wir können hier 20 verschiedene Varianten fahren. Wir versuchen immer sehr geländenah zu planen. Das heißt, wir gucken uns das Gelände an, haben die Topografie des Geländes und folgen dem Gelände. Nur wenn das Gelände flach ist, wie hier, dann muss man halt ein bisschen nachhelfen. Der Corkscrew-Hügel zum Beispiel, der wurde aufgeschüttet. Also man guckt in den Himmel, sieht nicht, wo man einlenken muss, fährt dann dieses Kurvengeschlängel steil bergab und wenn man die geschafft hat, dann ist man wirklich glücklich. Parabolica aus Monza ist eine 180-Grad-Kurve, die never ending ist. Wenn man einmal reinfährt, dann geht die einfach nicht zu Ende. Man untersteuert, übersteuert, da muss man sehr drauf aufpassen. Das Karussell auf der Nordschleife ist eine ganz besondere Kurve. Mit 33 Grad Neigung, man muss den Punkt finden, wo man einlenkt in diese Steilkurve hinein, fällt dann praktisch runter und dann geht es richtig ab. Weil eben diese 33 Grad einen festhalten, das Auto festhalten. An dieser Strecke würde ich gar nichts anders machen.